Dashboard. Sehr ärgerlich, aber egal. So. Spiele ich halt so weiter. Sollten ja die Leute sehen, dass es hier keine Wi-Fi-Kämpfe gibt. So. Und da ist der Professor Kukui, der mir eine Nachricht schickt. Ist mit der Audio soweit alles in Ordnung? Ist das Mikrofon laut genug? Ist die Ingame-Musik laut genug? Das wüsste ich jetzt ganz gerne. So. Ja, jetzt macht Kukui, wie es sein kann. Aber wie sieht's mit der Lautstärke aus? Ist da alles soweit in Ordnung? Kann mir das gerade jemand sagen? Ich hoffe zumindest mal, dass die Audio soweit passt und dass es auch keine Lags gibt. Wenn doch, dann bitte einfach mal in den Chat schreiben, dann kann ich das eventuell korrigieren. Aber normalerweise sollte es bei mir keine Lags geben, denn bei mir ist alles im grünen Bereich, auch keine verworfenen Frames. So. Nächsten Charakter nehme ich dann mal. Ich denke ihn. Bitte den sowieso noch anpassen. Und dann lege ich auch mal los. So. Der Name ist natürlich Loki. So. Und Enter. Und da sind Peppig und Wuffel. Ja, aber das ist wieder mal nur unnötiges Blabla. Nicht weiter wichtig. Ich hoffe wirklich, dass der Stream halbwegs vernünftig läuft. Denn irgendwie ist das bei mir gerade doch ein bisschen der Wurm drin, glaube ich. Ja. Gut, das läuft auf jeden Fall. So. Und vielleicht kommen ja noch ein paar Leute dazu, auch wenn es keine Wi-Fi-Kämpfe geben wird. Aber gut, schauen wir es einfach mal und warten ab. So. Finsternis über Alola. Könnte auch darin liegen, dass einfach Pokémon Mond es ist und halt daher als so ein bisschen verdreht ist. Beziehungsweise sollte es ja dann in ein paar Stunden auch wieder Tag werden, aber gut. Warten wir es erstmal ab, wie es kommen wird. Null Zuschauer. Schade. Sodele. Da ist wieder die Mutter mit dem Mauzi.
dem klassischen Kanto-Mozi und schauen wir mal, was sich da so ergeben wird. So, Mozi, was hast du vor? Da liegt mein Charakter und ich werde wahrscheinlich gleich getackelt, oder? Nur wachgemauzt. Ich werde anscheinend tatsächlich nur wachgemauzt, okay. Dann schauen wir einfach mal weiter. Was für Encounter ich denn kriegen werde. Da ich das ja nicht randomizen kann, werde ich wahrscheinlich nur die Ingame-Pokémon bekommen. Was heißt ja wahrscheinlich definitiv nur die Ingame-Pokémon. Aber das ist völlig in Ordnung. Hauptsache ich bekomme ein gescheites Team zusammen und kriege das Spiel vor Ultra Sonne durch. Wobei ich da nicht viel Hoffnung habe, wenn ich nur einmal die Woche dieses Spiel spielen werde. So. Und wie ich mich freue. Ich frage mich ja immer noch, wie kommt Kukui durch die Tür, wenn die Tür doch geschlossen ist. Das ist entweder ein ziemlicher Plot-Twist oder der gute Kukui bricht einfach durch die Tür. Keine Ahnung, ob das so Alola-Kultur ist, durch nach Leute Türen zu brechen, ich weiß es nicht. So. Es ist ja auch noch nicht Abend. Es ist erst 14 Uhr. Also Kukui, wie bist du durch die Tür gekommen, wenn sie sehr wahrscheinlich abgeschlossen war? Und vielen Dank für den vollen Orangengeschmack. Du bist jetzt ein Loki Dude. Schreibt da noch was in den Chat, dann kann ich ein bisschen mit dir interagieren. Und dann wird das Projekt auch nicht ganz langweilig. So. Dann besuchen wir mal den Inselkönig. Ach ja, das ewig lange Tutorial in Sonne und Mond. Einfach furchtbar. Dann gehe ich mal in mein Zimmer und hole meine Mütze. Und wo ist die Mütze? Da ist die Mütze. Aber bei der ersten Gelegenheit werde ich die Mütze wieder ablegen, da mir die Mützen in Sonne und Mond nicht gefallen. So. So, und dann wollen wir mal weiter. Ich weiß nicht, was an Mozi so witzig ist, dass da alle lachen. Aber gut, manche Sachen muss man nicht verstehen. Andere Länder, andere Sitten, wie man so schön sagt. Oder in diesem Fall andere Regionen, andere Sitten. Wo sich ja die Alola-Region doch ein ganzes Stück unterscheidet. So. Dann suchen wir mal den Kukui, da ist er auch schon, und dann hoffen wir mal, dass ich bald das erste Pokémon bekommen werde. So.
jetzt einfach mal hier entlang und dann sollte ich auch bald... Weil das ist einfach ein sehr langes Tutorial. Viel zu lang. So. Und das Witzige ist, diesen Trainer sieht man erst wieder, wenn man Champion geworden ist. Als Champion-Herausforderer. Den hat man natürlich bis dahin längst vergessen und man erinnert sich auch nicht mehr an ihn. Beziehungsweise fand ich es generell sehr komisch, dass man diesen einen Trainer dann wieder gemacht hat. Keine Ahnung, warum man den wieder verwendet hat. Einfach komisch. Aber gut, ist nicht meine Entscheidung. So, aber legen wir einfach mal los und jetzt werde ich erstmal ein paar Quellen hier in meinem OBS ein bisschen sichern, damit ich die nachher nicht verziehe. So. Ah, stimmt, bevor ich meinen Starter bekomme, kommen hier noch einige Cutscenes. Womit man es in Sonne und Mond wirklich etwas übertrieben hat. So. Dann schaue ich mal bei den Ruinen nach und vielleicht finde ich den guten Jahr. So. Ah, da ist hier auch Lilly. Hallo Lilly. Und dann gehe ich mal weiter. So. Und Hallöchen, Klabutermann. Wie geht's, wie steht's? Ich werde auf jeden Fall mal den Chat etwas vergrößern. So. Und so. Ich habe das Projekt heute erst gestartet, das heißt, es wird eher unwahrscheinlich, dass ich das heute durchspielen werde. Aber ich denke mal, ein bisschen werde ich schon schaffen. Plan sind so ungefähr 3 Stunden. Oh, jetzt ganz vorsichtig. Muss so passen. Einfach mal abwarten, wie weit ich komme. Ich denke mal, wie weit komme ich in den ersten 3 Stunden? Auf jeden Fall sollte ich meinen Starter bekommen. Das ist durchaus realistisch. Ich muss auf jeden Fall noch die Einstellungen im OBS noch etwas verändern. Können wir gerne machen. Meinst du damit am Ende des Projektes oder am Ende des Streams? Und gleich kam die legendäre Habitat-Stelle. Hallo Wölkchen. Können wir machen. Können wir auf jeden Fall machen. Und da ist jetzt die klassische Habitat-Stelle mit den Wölkchen und den 3 Habitats. Die dran gleich erstmal von Kapuriki frittiert werden, beziehungsweise extrem geschockt. Ein Schelm, wer sich bei dieser Stelle nicht an, beziehungsweise wer dabei an die Stelle mit Pikachu und den Habitats denken muss. Und ich habe ja die Vermutung, dass der Protagonist mit seiner starren Mimik
vielleicht ein bisschen zu viel von dem Anti-Aging-Zeug benutzt hat, das auch die Mutter von Lilly benutzt hat. Und deshalb jetzt einfach sein Gesicht permanent erstarrt ist. Aber wer weiß. Ist schon traurig, dass sogar Wölkchen mehr Mimik hatte als der Protagonist. Aber gut. Und wie geht's so ansonsten, Klabutermann? Alles bei dir soweit ganz fit? Übrigens werde ich in ungefähr 44 Minuten kurz einen kleinen Cut beim Stream machen, da ich das bei YouTube auch noch hochladen will. Also nicht weggehen, wenn ich ganz kurz dann in ungefähr 40 Minuten weg sein sollte. Ich komme wieder, ich muss das halt nur ein bisschen splitten, damit meine Software nicht über 10 Stunden für den 3 Stunden Stream braucht, um ihn in rationale, in sinnvolle Teile zu unterteilen. So. So, ihr fiesen Vögel. Und sag mir doch mal gerade, wie es mit der Audio ist. Ist mein Mikro laut genug? Ja, bei 20 geht das ja noch eigentlich. 20 ist absolut in Ordnung. Aber wie sieht's mit der Lautstärke aus? Ist mein Mikro laut genug? Ist die Ingame-Musik laut genug? Okay, sie ist gut, dann ist alles perfekt. Wunderbar. So. Ich überlege auch gerade, welchen Starter ich nehmen soll. Ich bin ja dazu geneigt, Baut zu nehmen. Aber ich wollte auch in Ultrasonne und Ultramond, beziehungsweise nur in Ultrasonne, halt Baut zu nehmen. Und das wollte ich halt auch als Projekt auf YouTube bringen. Und ich will es ja auch nicht ganz so repetitiv machen. Problem ist, die anderen beiden Starter gefallen mir nicht. Hallöchen, ausschlafen. Wie geht's? Aber ich denke mal, ich habe eine kleine Antwort für das Projekt um Ultrasonne gefunden. Und ich denke mal, das werde ich auch so machen. So. Mir geht es soweit in Ordnung. Nur ein bisschen frisch. Und ich wollte ursprünglich einen Schwarz 2 Randomizer Nuzlocke machen, anstatt Pokémon Mond, aber da hat leider meine Aufnahme gesponnen. Heißt, die Aufnahme war extrem laggy und das konnte ich ja niemandem antun, also musste ich mich für Mond entscheiden. So. Ach ja, Wölkchen im Rucksack. Ja, das ist eine normale Nuzlocke. Ich habe ja schon parallel eine Randomizer Nuzlocke und Flamia gefällt mir aber vom Design gar nicht. Besonders, beziehungsweise Flamia und seine erste Entwicklung gehen noch, aber Fuegro, das geht gar nicht. So, jetzt erstmal wieder zurück. Ich denke mal, ich werde einfach Bautzen nehmen und dann bei Ultrasonne meine Pläne umsetzen. Beziehungsweise. Immerhin hat Baut sogar eine kleine Fliege und das macht Baut sonst zum kleinen Gentleman. Fehlt nur noch Monokel und Zylinder. Dann sehe Baut richtig dandy aus.
Immerhin. Fliege, Zylinder, Monokel. Und seine Flügel lassen es ja auch wie einen kleinen Frack aussehen. Fast der perfekte kleine Gentleman. So, und jetzt müsste ich gleich meinen Starter bekommen, hoffe ich. Ja, könnte sein. Entweder aus anderen Streams oder eventuell von meinem YouTube-Kanal. Wenn du mir sagst, in welchen Streams du vor... in denen du aktiv bist. Also wenn du mir sagst, in welchen Streams du so aktiv bist, dann kann ich dir eventuell sagen, ob du mich von da kennst. Denn das wäre nicht ganz unrealistisch. Eventuell kennst du mich entweder von den Streams von... Dings... Fanmade Let's Play oder von... Scoutlay. Nein, da bin ich eigentlich nie aktiv. Bei Sakati oder Spielebahn. Wo ich aktiv bin, ist halt bei Pokémon-Content hauptsächlich. Wirklich Tim, also Fanmade Let's Play, Scoutlay und zwischendurch Razer und Present und Razer, Present und Octopaul. Eventuell kennst du mich ja auch von YouTube. Da hatte ich ja auch so kleine Wi-Fi-Kämpfe mit Present, Octopaul und Razer. Es könnte natürlich auch sein, dass du mich von meinem YouTube-Kanal kennst. Da mein YouTube-Kanal heißt ja so ähnlich und vielleicht kennst du mich daher. Man weiß es halt nicht. Wenn es YouTube nicht ist, dann verwechselst du mich entweder oder es ist wirklich bei... Wenn es YouTube nicht ist, kann es eigentlich nur Present, Tim, Scoutlay, Razer, eventuell noch Scarlet, ganz eventuell auch noch Dings, wie heißt dann noch? Regi. Regi könnte es auch noch gewesen sein. Also eventuell noch irgendein GPL-Stream. Ja, dann wird es Scarlet gewesen sein. Denn zwischendurch bin ich auch bei Scarlet dabei, wenn er halt Yugi streamt und dann erkläre ich ihm immer so ein bisschen die Karten, damit er weiß, wie sie richtig funktionieren und so weiter. Damit er nicht so verwundert ist. Das könnte es gewesen sein. Das kann es wirklich sein. Dann haben wir dieses Mysterium ja auch gelöst. Wunderbar. So. Und das sind auch Bautz, Flamia und Roppal. Und es gibt halt nur eine wirkliche Option, wen ich wählen kann, und das ist Bautz, die Eule. Dann ist auch Flameow, dessen letzte Form mich absolut enttäuscht hat. Ursprünglich wollte ich wirklich mit Flameow starten. Weil es halt eine Katze ist und ich mehr so eine Katzenperson bin. Adi, Fuecro hat es mir wirklich verleidet. Ja, Flameow geht noch, Mitsunda geht auch noch, aber Fuecro geht gar nicht. So ein, wieder so ein Möchtegern-Kampf-Pokémon. Das für Unlicht ist, aber wenn man Feuer-Unlicht macht, dann bietet sich bei Katzen doch wesentlich mehr an als so ein Möchtegern-Wrestler.
So. Ja, die Wasser-Pokémon, also die Wasserstarter gehen eigentlich generell. Robball habe ich da auch wieder so gemischte Gefühle. Alles habe ich mir wenigstens competitive gezüchtet und anders als für Ekro, den ich auch niemals verwenden werde. Bautz schaut dich prüfend an. So. Dann muss ich nur gerade meinen Stylus suchen, da ist er auch schon, und dann werde ich den Bautz auch einen Spitznamen geben. So. Oder möchte jemand aus dem Chat gerne ein Bautz sein? Wer zuerst kommt, mal zuerst. Also, möchte jemand ein Bautz sein? Wenn nicht, dann würde ich ihm einfach einen Spitznamen geben, den ich ihm custom gebe. Warum Julian? Hallöchen, Max. Gut, nenne ich es halt Julian. Ah, okay. Und auf jeden Fall. So, dann schauen wir uns das Bautz nochmal an. Jedenfalls, sobald die erste Cutscene wieder vorbei ist, nachdem ich ihn erhalten habe. So. Und ich muss ja jetzt noch gerade Bautz einfügen. Moment. Ja, Cutscenes gibt es in Sonne und Mond wirklich einen ganzen Haufen. Na, wirklich ein bisschen übertrieben. So, jetzt suche ich aber erstmal den Sprite von Bautz raus. Habe ich mir ja noch extra heute die Sprites von Generation 7 geholt. So. Sehen, ob ich finde. So. Und da ist Bautz. So. Warten wir es einfach mal ab, wenn die Cutscenes höchstens gut sind und nicht so unnötiges Blabla. Wie in teilweise Sonne und Mond, dann geht's ja noch. Und damit ist Bautz jetzt im Layout. So. Dann bis gleich, Labutermann. Bis gleich. So. Also, und jetzt mal wieder zurück.